Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und etwas, was ich festgestellt habe, ist zum einen unsere Nickelproduktion, die verbraucht ziemlich viel Schwefelwasserstoff. So viel, dass unser Tank hier leer ist. Und ja, ich habe ein paar weitere Raffinerien umgestellt, um Schwefeldioxid zu produzieren. Wir haben genügend Schwefel hier auf dem Band, denn die Raffinerien, die nur Schwefel produzieren, die produzieren nichts mehr. Und dieser Zug ist auch stehen geblieben. Drum haben wir hier dieses Setup, wo wir Festbrennstoff produzieren, was wir dann als Treibstoff für diesen Zug verwenden können. Und wie ihr sehen könnt von dieser Linie hier, wir werden das auch für das nächste Projekt brauchen. Was da ist, Eisenverarbeitung. Denn hier unten haben wir ein etwas größeres Eisenfeld, Eisenerzfeld mit 12 Millionen. Und aus Eisenerz bekommen wir Eisen, Stahl mit dem Kobaltdioxid, das wir bereits hier oben produzieren oder produzieren werden. Können wir dann auch Kobaltstahl produzieren und dann brauchen wir noch Eisen für Invar. Und das sollten dann all unsere Eisenprodukte und Legierungen sein, die wir da unten bauen wollen. Und das Setup beim Eisenfeld, das wird recht ähnlich sein wie da oben beim beim Kupferfeld. Wir werden das Eisenfeld bearbeiten. Wir werden Schmelzen haben, eine ganze Reihe, primär für Eisen und dann sekundär für die Legierungen und Stahl. Somit der erste Teil sollte nicht wirklich überraschend sein, denn das ist im Wesentlichen eine Kopie von dem, was wir hier oben haben, wo wir das Feld mit Förderern bestücken und dann eine ganze Reihe an Schmelzen haben, wo wir Eisen produzieren und dann die weiteren Produkte, die wir aus Eisen machen können, sind dann nachgelagert. Darum denke ich, ich überspringe den nächsten Teil und wir sehen uns wieder, wenn ich das Feld mit der Eisenschmelze fertig habe und vielleicht auch schon die nächsten Schritte aufgeplant, denn auch für um all die Produkte hier zu vervollständigen, da werden wir noch Nickel brauchen für Invar und wir brauchen dann einen Zug für Kobaltoxid. Okay, das ist der Plan für heute. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Das Erzfeld und die Schmelzen sind alle fertig gebaut. Da unten haben wir das für Eisen. Dann haben wir hier Stahl. Hier verarbeiten wir das Kobaltoxid mit der Schwefelsäure, das wir uns von da oben holen, zu Kobalt und dann direkt zu Kobaltstahl. Weil Kobalt selbst brauchen wir sonst nicht, nur um Kobaltstahl zu produzieren. Und hier drüben haben wir noch Invar. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind ein paar Bahnhöfe.
Und das machen wir hier, glaube ich, etwas anders, denn wir brauchen Kobaltoxid und Nickelanlieferung. Das machen wir hier auf dieser Seite und dann die Abholbahnhöfe haben wir hier weiter auf der linken Seite. Und das mal versuchen, wenn wir hier das so machen, vielleicht gehen wir noch etwas weiter nach links, haben dann den Bahnhof hier, denn hier haben wir den Eingang für das Kobaltoxid, haben wir oben. Und auch hier diese Linie, die nach unten geht, die führt hier nach unten, wo wir die Nickelplatten anliefern können. Das heißt, das, was wir jetzt hier brauchen, ist eine Ausladung. Und die können wir uns sicher von wo kopieren. Ich denke, eine einseitige Ausladung wird's tun. Und wir müssen das Ganze etwas nach oben schieben. Aber darum haben wir ja noch nicht alles fertig gebaut hier. Dann machen wir das doch hier. Hier den Bahnhof und dann können wir hier die Ausladung machen. Und hier habe ich einen Dings zu wenig kopiert. Wir brauchen mehr von den Bändern. Wobei hier, das ist dann die Kobaltoxid Anlieferung. Hier werden wir nur diesen Bahnhof haben. Der hat ja keinen weiteren Bahnhof, den wir benötigen. Hier brauchen wir Untergrund, aber in die andere Richtung. So. Und dann können wir hier dann das hier durchführen. Hier machen wir einen Teiler hin. Eine Hälfte geht daran, die andere Hälfte geht daran. Und dann kopieren wir das Ganze nochmal da nach oben. Und das wird dann unser Nickelbahnhof. Und wenn wir uns das auf der Karte anschauen, dann haben wir hier auf dieser Seite noch genügend Platz. Wir können hier die Zu- und Anfahrten machen. Da ist uns praktisch nichts im Weg. Möglicherweise müssen wir die Bahnlinie hier etwas verlängern. Aber all das ist ja kein Ding. Hier haben wir... Hier haben wir Nickelplatten
Anlieferung. Wir machen eine Zugbeschränkung von 1 rein. Und wir müssen das hier verbinden mit Logistik, Nickelplatten, 40.000. Und dann sollten wir eine Verteilung zwischen diesem Bahnhof haben und dem Bahnhof, den wir hier auch irgendwo haben. Genau hier. Wenn wir hier schauen, Kohle brauchen wir inzwischen hier nicht mehr. Stein ist hier voll. Zinn ist auch voll. Das heißt, die nächste Steinlieferung wird hier nach hinten gehen. Aber wir warten wahrscheinlich immer noch auf unseren ersten Zinkzug. Denn Schwefelsäure ist etwas, was wir nicht in großen Mengen haben. Da müssen wir dann auch irgendwo schauen, wie können wir da mehr rausbekommen. Denn hier für die Kobaltverarbeitung werden wir auch welches brauchen. Aber was ich gesehen habe, aus der Nickelverarbeitung bekommen wir Schwefeldioxid raus. Ja. Schwefeldioxid. Und das können wir dann natürlich zu Schwefelsäure umformen. Aber hier, ihr seht, wie das Layout funktioniert. Das ist wahrscheinlich der schwierigere Teil. Und dann hier auf der linken Seite werden wir die Abholbahnhöfe machen. Und die werden dann wahrscheinlich wieder so vertikal angeordnet sein, dass wir von unten reinfahren und nach oben raus. Und dann können wir auch einiges an Fortschritt verzeichnen, so dass wir hoffentlich bis Ende dieser Folge alle Bauteile, alle Bestandteile zusammen haben, inklusive der Nickelverarbeitung, all der Züge für die Abholung und Lieferung, so dass es dann nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir all die Dinge dann auch effektiv produzieren. Die Schmelzen, Anlieferungsbahnhöfe und Abholbahnhöfe sind alle platziert. Alles, was uns hier effektiv noch fehlt, ist der Anschluss an unser Stromnetz. Und dafür brauchen wir nur einen Masten. Und das sollte das ganze Blinken aufhören lassen. Hier für den Kobaltoxidzug, der von hier unten nach da oben fährt und nicht über unserem Bahnhof, haben wir eine Beladung mit Festbrennstoff eingerichtet, so dass der nicht irgendwo auf der Strecke stehen bleibt, weil ihm der Saft ausgeht. Und damit sollte eigentlich ein Großteil, ja, die Schmelzen hier unten für Eisen, die laufen schon an, aber für den unteren Teil der Förder, da scheint wahrscheinlich irgendwo ein Strommast zu fehlen. Ja, jetzt haben die auch Saft. Und wenn wir hier schauen, ja, da haben wir den Peak für die Miner. Und das Ganze wird etwas in die Höhe gehen. Aber Strom ist zumindest im Moment nicht wirklich ein Problem. Wir haben ein Kernkraftwerk, das genügend produziert.
Alles, was uns hier nun effektiv noch fehlt, ist der Zug für Nickel, beziehungsweise da müssen wir erst ein Feld anschließen. Und ich denke, ich mache das mal rasch. Wenn wir anschauen, wie das funktioniert, da brauchen wir wieder ziemlich viel Destillerie. Nee, eine Destillerie und dann Elektrolyser, denn hier brauchen wir Sauerstoff, um die Nickelbarren zu produzieren. Und da bekommen wir auch Schwefeldioxid raus. Und das werden wir dann nicht einfach in die Luft blasen, sondern werden wir wahrscheinlich, brauchen wir hier einen zweiten Bahnhof, dass wir das hier hinten mit reinbringen, so dass wir genügend Schwefelsäure produzieren können. Und vielleicht müssen wir dann dieses Setup auch noch etwas pimpen, denn dieser Tank ist voll, aber dieser Tank ist leer. Und das liegt daran, dass wir zu wenig Wasserstoffperoxid haben. Aber all diese Probleme lassen sich lösen. Und ich gehe jetzt erstmal mich um Nickel kümmern. Die Nickelproduktion ist nun auch fertig gebaut mit Erzfeld, Verarbeitung, Produktion von Sauerstoff aus Wasser. Den Wasserstoff, den blasen wir in die Luft und sogar hier die Beladung mit Zügen, einen für die Nickelbarren und einen für das Schwefeldioxid, das wir weiter verarbeiten wollen. Und sobald wir hier dann Strom angeschlossen haben, läuft alles an. Oder sollte es zumindest. Ja, das sieht soweit gut aus. Ja, die unteren laufen auch an. Und alles, was wir effektiv noch machen müssen, ist für diesen Zug, da brauchen wir auch einen Bahnhof, wo wir das Ganze abliefern. Und das machen wir einfach so. Wir kopieren das mal und machen das mal so. Dann hier so rum. Und hier können wir dann das anschließen und dann machen wir hier die Verbindung und das brauchen wir dann nicht mehr. Dafür machen wir hier so. Und da ist uns noch was im Weg. Aber sobald ich da rüber fahre, sollten wir in der Lage sein, das Ganze zu bauen und zu korrigieren, mehr Schwefeldioxid ins System reinzubringen und dadurch dann auch mehr Schwefelsäure. Was wir allerdings machen müssen, das haben wir festgestellt, ist der Engpass liegt nicht bei der Schwefelsäure, sondern bei der nachgelagerten Verarbeitung mit Wasserstoffperoxid. Ich denke, da werde ich einfach mal die Elektrolyser auf die nächste Stufe upgraden, damit wir da dann auch genügend Stoff rausbringen, so dass wir kontinuierlich
Schwefelsäure produzieren können, was recht wichtig ist, denn wir werden Schwefelsäure in verschiedenen Situationen brauchen. So. Können wir das so machen? Nein. Wenn ich etwas Stahl hätte, könnte ich das Ganze mit roten Untergrundbändern machen, denn die wären dann lang genug. Aber wie ihr seht, das Ganze kommt zusammen. Dann machen wir hier noch das, drehen wir um. Und das ist dann nicht die Schwefelsäureabholung, sondern Schwefeldioxid Anlieferung. Und das braucht natürlich auch das richtige Symbol hier hinten. Und dann können wir hier noch die Gleise fertig bauen. Dann sollten wir wahrscheinlich auch hier Signale haben. Gleise habe ich noch in der Tasche. Das sind einfach die Roboter, die zu langsam sind. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder zu, wenn wir erstmal rausfinden wollen, was wir anstellen wollen. Also bis dann und tschüss!